Alter, was ist das? Ich glaube, ich habe gerade etwas gefunden, das sehr selten ist. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem kleinen, lustigen und feinen Stream. An die Sprachen lernen, Bubble. mysteriöse Person, die gerade zuschaut. Ich küsse dein Herz. Melde dich. Ganz wie gewohnt, meine Kraft. Und ja, ich versuche mal mein Bestes. Werde daraus ein YouTube-Video machen. Man kennt's, meine Frise sieht ein bisschen komisch aus. Ich lasse wachsen. Und ja, ich bin schon wieder im Dschungel. Guck mal. Hey, guck mal. Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Ne? Guck mal. Das ist Chinesisch. Aber das Ding ist, ich habe keine Ahnung, warum ich nur in Eisbiom oder Dschungelbiom gespawnt werde. Aha. Da, wir nähern uns einem anderen Wüstenbiom. Nice. Also ich liebe definitiv mehr Wüstenbiome, weil man erkennt da Tempel richtig geil. Und was ist das für ein geiles Biom? Digga, da sind wie heißt das? Minen. Ich liebe diese Map jetzt schon. Wenn ich jetzt noch ein Video drauf finde, Bruder, dann wird das ab sofort mein YouTube-Video Welt. Ich weiß nicht, wie ich weiterreden soll. Okay. Ja, da ist dann definitiv auch dabei. Bambus ist mit dabei. Ja. Aber wird. Oh. Oh, ich sehe da schon einen Brunnen. Komm. Ich sehe einen Brunnen. Und wo ein Brunnen ist, müsste auch meistens ein Dorf sein. Gib ihn. Oder das ist eine Schlucht. Ich sehe es. Ultra-Instinkt ist drinnen. Und, Bruder, nicht runterfallen. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, ich habe die Höhlen gefunden. Bye, have a great time. Und weg ist der, und weg ist der. Nice, man kennt's. Ja, moin, vielleicht. Ja. Und dann krieg ich hier nichts. Okay. Also hier ist der Brunnen. Nice. Wo ist das Dorf? Wo ist das Dorf? Leute. Kein Brunnen hier. Kein Dorf. Bau ein Stadion. Bruder, warum soll ich bitte einen Stadion? Ich hoffe es nicht mal ein Haus zu bauen. Wie soll ich ein Stadion bauen? Ich küsse dein Herz, Alter. Ich küsse dein Herz. So. Ich will Oldschool YouTube wieder haben. So wie damals. 2017, 16, wo man diese Alltagsmomente, Hassvideos. Also nicht Hassvideo im Sinne von ich hasse jemanden, sondern ich hasse diesen Moment. So, zum Beispiel, diesen trockenen Humor. Diese YouTube-Webs, die ich da reinholen. Das Ding ist, ich sehe auf YouTube keine Sachen mehr wie damals. So, Bruder, was ist das für ein geiles Meer da hinten? Da gehen wir hin. Wie zum Beispiel, wie soll ich das erklären, Junge? Guck mal. Zum Beispiel, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Schreib einfach in den Chat, ja, wir wissen, was du meinst. Du wirst YouTube revolutionieren. Ich hoffe. Also, wenn YouTube sich revolutioniert, durch mich wäre ich sehr stolz. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich habe mein Bestes versucht. Nein, also ich will einfach diese alten Vibes. Nein, guck mal. Ich meine, guck mal. Man könnte jetzt alte Momente. Alter, was ist das? Was ist das bitte hier? Ist das Atlantis? Habe ich Atlantis gefunden? Ey Leute. Bin ich hier gelandet? Ich habe Atlantis gefunden anscheinend. Ich habe Gänsehaut, Leute. Ich habe Gänsehaut. Nein, guck mal, Leute. Guck mal, was ich meine. Einmal kurz zuhören, bitte. Als ich damals mit YouTube angefangen habe, war YouTube sehr, wirklich, wo ich bin reingegangen. Ich habe dann Videos von Alcrime, von Ju gesehen. 1, 2, 3, 4. Leute? Ey, warte mal. Dom. Habe ich gerade etwas Seltenes gefunden? 4 Bambusröhre auf einen. Hallo? Dom. Also, ich mache gerade auf. Ey. Ich glaube, ich habe gerade etwas gefunden, das sehr selten ist. 4 Bambusröhre auf 1. 4 Bambusröhre auf 1. Nice.
Also ich glaube, sowas sieht man nicht alle Tage. Erst Atlantis, dann diese Bonusröhren. Nice. Nein, Bruder, YouTube ist eine sehr geile Plattform. Auch ohne mich. Ich meine aber, guck mal, ich bin damals reingegangen auf YouTube. Ich habe dann so diese richtig kreativen Videos gesehen. Guck mal, ich gehe jetzt auf YouTube und ich sehe leider so... Guck mal, ich will niemanden schlecht reden, niemand Videos, Idee oder sonstiges. Ich sehe Videos von Dom. Spaß, chill mal. Nein, ich meine diesen Fake-Content und so. So, guck mal, ich bin ehrlich, ne? So, ich habe einmal von Lutz damals erhalten, als ich noch mit Dennis Videos gemacht habe, dass man solche Videos in der Corona-Zeit nicht gebraucht hat. So, wo man wieder lachen kann und sonstiges. Und ich will das auch so machen wieder, dass ich meine Videos mache und Leute mal diesen Alltag-Moment entfliehen können. Wo die sagen zum Beispiel, boah, Alter, der hat mich einfach zum gute Laune gebracht. Dass ich über die Momente lachen kann, wie zum Beispiel, dass man zum Beispiel mal seine Maske vergessen hat und aufregt, dass man einen schlechten Tag hat. Oh, so. Wisst ihr, was ich meine? Solche Momente vermisse ich, wo ich sage, das ist YouTube. Wo man jetzt nicht, wenn man jetzt sagt, ich bin YouTuber, dass man denkt, so, der ist YouTuber. Sondern wo man damals gesagt hat, man ist YouTuber und man denkt sich so, boah, der Typ, der macht bestimmt krasse Sachen. Klar, die Zeiten ändern sich, aber das wäre eigentlich für mich so, so was Schönes wieder. So, wenn ich erstens mit Leuten, also wenn ich Leute mit meinen Videos erfreue und sage, ey, das ist jetzt Punkt, wo ich sage, der Typ gefällt mir und mein Tag verschönert. So, das sind wirklich die schönsten Momente meines Lebens, wenn mir das einer schreibt. Und ja, keine Ahnung. Ich will einfach diese Momente von damals wieder. Wo man noch sagen könnte, wo man zum Beispiel auf Gamescom gegangen ist. Und ich bin immer auf Gamescom gegangen, um Albali zu treffen. Und das ist bis heute noch so. Hey, wenn ich auf einen. Klar, das sind alle im Endeffekt Menschen. Aber er ist ein Idol, ein Vorbild. Unge zum Beispiel, auch ein Vorbild. Digga. Selbst KuchenTV, ich bitte dich, einer der geilsten. Da hat momentan viele Probleme, aber ey, gib ihn. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind so die Leute, die damals YouTube revolutioniert haben. Und wenn ich dann mit meinen Visionen und den Videos von damals, wo ich sage, ey, wie geil wäre das, wenn das wieder in, also richtig in wird? Zum Beispiel, dass man diese Pranks, oder ich liebe Pranks. Aber es gibt leider durch. Schon wieder vier? 1, 2, 3. Okay, anscheinend war das noch nicht so selten. Nee, also. Wisst ihr Bob, was? Oh mein Gott, ich habe ein Villager gefunden nach 200 Jahren. Nice. Also. Kurze Rede, lange Sinn. Ich küsse eure Herzen. Danke euch für die 255. Sprachenlernen, Bubble. Solche Träume kann ich leider nicht mehr erlauben. Spaß. Guck mal. Erstmal vorübergehend, ich werde versuchen, einmal in der Woche ein Video zu laden. Wenn ich jetzt Gaming und so sehe, es wird auf meinem Kanal akzeptiert. Der Baum in der Wüste. Zwei Sachen, seltene Sachen. Oh mein Gott. Tim. Oh mein Gott, gleich hat Anime Insane sein Comeback. Ich hab etwas gefunden, der liebe Dong hat was gefunden. Oh mein Gott, zwei seltene Sachen. Aber ich glaub nicht. Ich glaub nicht wegen dem ganzen Wasser. Und ich gehe zum Villager rauf, bevor ich das vergesse. Scheiße. Ich darf jetzt nicht sterben, wenn ich jetzt sterbe, ne? Und gleich hat Nico sein Comeback als Anime Instinct. Ich küsse sein Herz. Und ja, Leute. Lass 2022 zu unser Jahr machen. Und da ist eine Zombieherde. Nein, ich darf nicht sterben. Bitte. Kraft der Freundschaft. Bruder, das ist nur ein Tempel. Scheiße. Oder? Soll ich da reingehen? Boah, ich glaube, ich gehe da rein bis zum Sonnenaufgang. It was at this moment that he knew. He fucked up. Boah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah!
Oh, da habe ich mich erschreckt, ja. Alter, ey. Habe ich mich erschreckt? Auf einmal kam das Skelett. Was?